Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli. Ich bin Clemens Benke. Wie ist die aktuelle Nachrichtenlage in unserer Stadt? Was geht bei uns in der Stadt? Was nervt die Hamburger? Worüber freuen sie sich? Unsere Hamburg-Themen, die gibt es hier in diesem Podcast mit spannenden Gästen und Entscheidungsträgern aus Hamburgs Politik, Sport, Gesellschaft und Kultur. Zuverlässig für euch Montag bis Freitag immer ab 17 Uhr. Und heute ist Gudrun Greb, die Geschäftsführerin des Hamburger Vereins Ragazza, bei uns im Podcaststudio. Das Ragazza ist eine Beratungsstelle für Frauen, die Drogen konsumieren und der Prostitution nachgehen. Im Gespräch mit meinem Kollegen Markus Steen aus unserer Stadtnachrichtenredaktion geht es unter anderem um die Lage der Sexarbeiterinnen und die Frage, wie viele Prostituierte bei uns in der Stadt wegen einer wirtschaftlichen Notlage Sexarbeit machen. Spannendes Gespräch ist das mit überraschenden Ergebnissen. Das hören wir gleich nach unseren Stadtnachrichten und die kommen jetzt auch von dir, Markus. Wegen der Klimaprotestaktion der letzten Generation an unserem Flughafen heute Morgen gibt es voraussichtlich noch den ganzen Tag Verspätungen oder Flugstreichungen in Fuhlsbüttel. Der Flugverkehr musste von 6 bis 10 Uhr komplett eingestellt werden, dann kam die Entwarnung. Der Flughafen bittet euch aber trotzdem, euch weiter über euren Flugstatus zu informieren und bei Bedarf Kontakt zu eurer Fluggesellschaft aufzunehmen. Gestern gab es Zeugnisse für unsere Schüler, heute für unseren rot-grünen Senat. Durch unsere Handelskammer. Die Noten für die erste Hälfte der Regierungszeit sind aber eher durchwachsen. Vor allem wegen des Umgangs mit den Folgen des Ukraine-Kriegs. Handelskammerpräses Norbert Aust, Sie finden Rot-Grün da nicht flexibel genug? Wenn ein Plan nicht mehr stimmt, weil irgendwelche neuen wichtigen Ereignisse eintreten, dann muss man den anpassen und das hat der Senat bisher versäumt. Darum fordern Sie jetzt was? Der Industriestrompreis muss runter, das ist völlig klar. Und ich glaube, das erwarten die Industrien auch und da muss der Hamburger Senat auch mit großem Nachdruck in Berlin vorstellig werden. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um halb in den Hamburg 2 News. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Was ist euer Hamburg-Thema der Woche, Clemens? Markus Steen aus unserer Stadtnachrichtenredaktion ist wieder bei mir im Podcast-Studio. Hallo Markus, schön, dass Hallo, du da bist. Hallo Clemens, grüß dich. Du hast, man kann es wirklich nicht anders sagen, wieder einen spannenden Gast heute. Das ist Gudrun Greb, das ist die Geschäftsführerin des Hamburger Vereins Ragazza. Genau. Und ich finde, das ist wieder mal eine Frau, die wir hier kennenlernen, die sehr engagiert, sehr leidenschaftlich eine wichtige Arbeit macht. Unbedingt. Also Menschen hilft, die Hilfe dringend benötigen und deshalb auch super wichtig für unsere Stadtgesellschaft ja auch ist. Auf jeden Fall. Wie ist denn dein Eindruck gewesen von Gudrun Greb? Ja, du hast es im Grunde schon gesagt, sie ist sehr engagiert, sie ist sehr kompetent, sie arbeitet ja in einem Verein, der sich um drogenabhängige Prostituierte kümmert und das schon seit Jahren und sie ist auch ehrenamtlich noch im BUFAS, also dem Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Mhm. Sie hat also von ihrer Sache, von der sie da spricht, absolute Ahnung. Sie ist Geschäftsführerin von Ragazza, so heißt der Verein. Genau. Was ist das in einem Satz? Ja, die kümmern sich um drogenabhängige Prostituierte hier bei uns in Hamburg. Und ich habe sie dann auch gleich gefragt, wie die Arbeit denn konkret aussieht. Naja, praktisch ist es so, dass ich bin die Geschäftsführerin eines Vereins der konsumierenden und oder der Sexarbeit nachgehenden Frauen. Ja. Eine Beratungsstelle, einen Schutz, einen Ruheraum anbietet. Und wir sind der Verein, der einen Drogenkonsumraum betreibt, nur für Frauen. Ich spreche auch in der Regel von Frauen. Ja. Wenn ich aber Frauen sage, dann meine ich die mit Sternchen. Also bei uns ist nicht wichtig, ob das biologische Geschlecht, sondern die sich als Frau bezeichnen, die zu uns kommen. Und ich bin dafür verantwortlich, quasi die Infrastruktur für diese Arbeit zur Verfügung zu stellen. Das ist ja wirklich schon einiges. Dazu kommt auch noch Ihre Arbeit im Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Wie unterscheidet sich das jetzt von Ragazza? Nein, dort bin ich ehrenamtlich. Das ist sozusagen in Anführungsstrichen mein Vergnügen, während ich bei Ragazza hauptamtlich, also einen bezahlten Arbeitsplatz habe. Ist das andere in dem Bündnis der Fachberatungsstellen Sexarbeit für mich eine notwendige Arbeit, weil sie natürlich dort auch die Interessen unserer Besucherinnen hier in Hamburg vertreten. Klar. Und ich da auch die Belange unserer Besucherinnen einbringen will und muss. Was ich aber auch noch erwähnen muss, ich
Also ich bin Geschäftsführerin des Vereins Ragazzas und wir betreiben auf der einen Seite diese Kontaktanlaufstelle hier in St. Georg. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch Träger eines kleinen Projektes, das nennt sich Ragazza Kontakt. Das ist ein Projekt von Frauen mit Migrationsgeschichte, die vorwiegend aufsuchende Arbeit in Modellwohnungen und Bordellen und sonstigen Arbeitsplätzen von Sexarbeitenden hier in der Stadt machen. Okay, also Sie haben wirklich tagtäglich mit Prostituierten zu tun. Wo liegen deren größte Alltagsprobleme? Also ich selbst spreche von Sexarbeitenden. Okay, warum? Und zwar deshalb, weil ich damit auch was deutlich machen möchte. Also ich switche häufig zwischen den Begriffen hin und her, weil ich vor allen Dingen möchte, dass man mich versteht und dass der Ausdruck Prostitution ist eben der verbreitetere. Aber mir ist es wichtig, dass auch jeder Mensch begreift, dass es sich hier weder um etwas handelt, was kriminell ist, noch um etwas handelt, was was eine Beschäftigung ist, noch um irgendetwas, was mit Promiskuität oder mit Milieu zu tun hat, sondern dass es sich um Arbeit handelt. Um Arbeit, die mit Sicherheit kein Beruf ist wie jeder andere, aber für viele, viele Menschen und nicht nur in Hamburg und nicht nur die, die zu uns kommen, ein Mittel, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt ja immer die großen Vorbehalte, dass Frauen zwangsmäßig sich prostituieren müssen, die sogenannte Zwangsprostitution. Was sagen Sie denn dazu? Naja, ich benutze den Begriff möglichst nicht. Auch da muss ich sagen, mache ich manchmal Ausnahmen, um verstanden zu werden. Aber für mich widersprechen sich diese beiden Begriffe. Prostitution ist etwas, was ich in Anführungsstrichen freiwillig mache, in Anführungsstrichen deshalb, weil das Thema Freiwilligkeit ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema. Aber was nichts mit kriminellen Handlungen zu tun hat, wie das Wort Zwang. Also das ist für mich ein Verbrechen, das ist kriminelle Herangehen, das ist eine kriminelle Vorgehensweise, das ist sexuelle Ausbeutung, das ist Gewalt. Das hat aber nichts mit dem Thema Prostitution und schon gar nicht mit dem Thema Sexarbeit zu tun. Dann müssen wir da noch mal kurz reingehen. Die Schätzung, wie viele Frauen sich freiwillig prostituieren, gehen ja meilenweit auseinander. Manche sagen, es sind maximal 5%, ist aber auch schon mal von mehr als die Hälfte die Rede. Was sagen Ihre Erfahrungen? Mit den Schätzungen ist es ja sowieso eine ganz, ganz große Frage. Von welcher Grundlage gehen wir denn eigentlich aus? Und das habe ich ja auch gerade schon mal angedeutet, das Thema der Freiwilligkeit ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Also wenn ich mir überlegt habe, ob ich heute Morgen zur Arbeit gehen wollte, dann war es nicht so ganz freiwillig. Ich kann aber mir jeden Tag im Zweifelsfalle überlegen. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Ich kann mir aussuchen, welche Tätigkeit ich machen möchte. Es gibt aber sehr, sehr viele Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Welt, die keine Wahlmöglichkeiten haben oder aber ein so geringes Portfolio an Wahl, dass dazu natürlich auch Sexarbeit gehört. Und ob die das dann freiwillig machen oder ob sie sagen, das ist die einzige Chance, damit ich überhaupt überleben kann. Und ist das dann noch freiwillig? Das ist für mich immer eine ganz, ganz große Debatte und die kann ich aber nicht in 2 Minuten führen, weil ich glaube, da hängt ganz viel an Migration, Migrationspolitik, Weltpolitik dran. Also deswegen müssten wir, glaube ich, sehr genau klären, was ist denn Freiwilligkeit? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, wie viele Frauen machen das selbstgewählt und selbstbestimmt? Genau. So, auch da kann ich ganz, ganz wenig Schätzungen abgeben. Zum Ragazza, in die Einrichtung Ragazza kommen sehr viele vorwiegend Konsumentinnen illegalisierter Drogen. Mhm. Wo ist die Freiwilligkeit, wenn ich unter Bedingungen lebe, die eigentlich menschenunwürdig sind? Ich muss Geld auftreiben, um mein Leben, um mein Überleben zu finanzieren, um meine Drogen zu finanzieren, die sehr, sehr teuer sind. Und ich habe keine Möglichkeit, an Geld ranzukommen, außer Beschaffungskriminalität, sage ich jetzt mal verkürzt. Und da ist für sehr, sehr viele Frauen der einzige Ausweg oder die einzige Möglichkeit, auch sich an die Straße zu stellen und sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Und da ist natürlich eine große Frage, was ist freiwillig, was ist nicht freiwillig? Ja, sie machen es freiwillig, weil sie keine andere Möglichkeit haben, an Geld ranzukommen, um ihren Konsum zu finanzieren, um ihr Überleben zu finanzieren. Jetzt haben Sie keine Zahl genannt, aber das klingt für mich so, als wäre das tatsächlich die absolute Ausnahme. Sie haben ja ganz viele Sachen aufgezählt, wo man eben aus nicht freiwilligen Gründen der Prostitution nachgeht.
Nein, freiwillig. Was, also ich wollte eigentlich damit klären, was ist Freiwilligkeit? Ist die Domina, die im Studio arbeitet, arbeitet die freiwillig? Arbeitet die Sexarbeiterin, die ihren Konsum, ihr Überleben finanzieren muss, freiwillig? Oder ist eigentlich die Grundlage all dessen, dass wir Geld brauchen, dass wir Geld verdienen und dass uns manchmal eine Arbeit Spaß macht und manchmal macht sie uns nicht Spaß? Und das gilt für Sexarbeitende genauso wie für eine Friseurin oder für eine Blumenverkäuferin. Es gibt mit Sicherheit Tage, da hat man gute Arbeitstage und es hat mit Sicherheit Tage, da zweifelt man an allem. Ist es denn falsch zu sagen, wenn man sagt, dass fast jede Prostituierte eine wirtschaftliche Notlage hat und das auch ein Grund ist, warum sie auf die Straße oder sonst wo sich prostituiert? Also da würde ich doch glatt von 95% sprechen, dass eine wirtschaftliche, ich sage jetzt mal Bedürftigkeit, Notlage, auch da müssen wir dann wieder differenzieren. Klar. Also wenn ich vielleicht mir einen bestimmten Lebensstandard erarbeitet habe und den verdienen muss oder halten möchte, so muss ich natürlich auch arbeiten. Aber also wenn es um das nackte Überleben geht, bin ich ja in einer anderen Notlage. Aber klar. Ich gehe zu 95% davon aus, dass Frauen, wie gesagt, ich spreche von Frauen, es gibt natürlich auch alle anderen Geschlechter in der Prostitution, in der Sexarbeit, aber dass die Frauen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, das zu 95% machen, weil sie Geld verdienen müssen. Das ist wirklich schon gewaltig. Was halten Sie denn in dem Zusammenhang von der immer leicht romantisierten Begeisterung für unsere Hamburger Reeperbahn ja fast weltweit? Passt das mit der Realität der meisten Sexarbeiterinnen irgendwie zusammen? Puh, das ist eine gute Frage. Also das mit dem Romantisieren, das finde ich immer ganz interessant. Wer romantisiert eigentlich die Bedingungen dort? Ich habe das erlebt, dass ehemalige Bezirksamtsleiter gesagt haben, also wenn man das abschaffen würde, müsste man mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Das ist also sein Originalausspruch gewesen, weil es natürlich ein Wirtschaftsfaktor ist. Wollte ich gerade sagen. Ein Wirtschaftsfaktor, der Hamburg auch von ganz, ganz vielen Städten auf der Welt unterschieden hat. So. Und für mich ist da nichts Romantisches drin. Und für mich ist da eigentlich eher was drin, was sehr bedauerlich ist. Eine unserer Gründerinnen des Ragazza war eine damals stadtbekannte Sexarbeiterin, die in der Herbertstraße gearbeitet hat. Ja. Und von daher kenne ich auch schon seit vielen Jahren so ein bisschen aus dem Inneren die Bedingungen dort. Was sich wirklich wenig geändert hat in dieser Zeit, sind Rechte, sind Arbeitsrechte für Frauen. Und das finde ich bedauerlich. Also bedauerlich in einer Stadt wie Hamburg, die wirklich auch das Thema Prostitution, Sexarbeit, Herbertstraße, Kiez zum Aushängeschild, zum Wirtschaftsfaktor, da kann ich jetzt mal sagen, ausbeutet und stilisiert hat, aber so wenig dafür tut, dass auch die Bedingungen für die Menschen, die die Tätigkeit verrichten, die diese Dienstleistung anbieten, dass die besser wird. Das finde ich sehr traurig. Genau, das klingt danach, als würde die Wirtschaft die Moral bestimmen. Das ist, glaube ich, in fast jedem Bereich und in jeder Branche so. Dann gehen wir mal in die Details. Fast noch nie wurde ein Freier dafür bestraft, dass er die Notlage einer Prostituierten ausgenutzt hat. Das ist aber eine Straftat in Deutschland. Was läuft da falsch? Also solche Aussagen kenne ich nicht, dass noch nie ein Freier dafür bestraft wurde, dass er eine Notlage ausgenutzt hat. Also da haben wir halt ein sehr, sehr großes Spektrum an, was kann ich eigentlich nachweisen, was kann ich eigentlich beweisen, wo ist die Notlage? Ich kann da ein gutes Beispiel für nennen. Also wir haben ja nicht nur auf der Reeperbahn die Sexarbeit, wir haben ja auch das Bahnhofsviertel St. Georg, in dem wir sehr aktiv sind, in dem auch das Ragazza angesiedelt ist. Und dort gibt es ja eine Hamburgensie und die nennt sich Kontaktverbotsverordnung. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, aber das bedeutet am Hansaplatz. Ist im Hansaplatz und um und bei, auch an den umliegenden Straßen. Und das bedeutet, dass Männer, die eine sexuelle Dienstleistung nachfragen, dort mit einem Bußgeld belegt werden können. Der damalige Innensenator, der das umgesetzt hat 2012, der war sehr überzeugt von seiner Maßnahme. Es gibt mehrere Evaluierungen, es gibt auch mehrere Innensenatoren, die da darauf schon gefolgt sind. Aber erfolgreich war diese Maßnahme nie, und zwar nie an dem Punkt, dass das, was eigentlich damit bezweckt wurde, nämlich auch
formal zumindest erklärt wurde, dass es damit bezweckt wurde, Männer in die Verpflichtung zu nehmen und nicht nur die Frauen, genau, dass sie die Sperrbezirksverordnung dort umsetzen. Das ist zu 100% auf die Frauen zurückgeschlagen. Denn die Männer, die dorthin kommen, die sagen, weißt du was, für mich ist das riskant hier, wenn ich eine sexuelle Dienstleistung nachfrage. Du bist jetzt aber jemand, die hier in Hauptbahnhofnähe arbeitet, weil du kannst dich nicht auf den Kiez stellen, das geht nicht so einfach. Also, wenn ich bei dir jetzt unter diesem Risiko eine Dienstleistung nachfrage, dann kommst du mir entgegen. Entweder mit deinem Angebot oder mit dem Preis. Oder am besten noch mit beidem. Und das ist das, was wir jeden Tag auch merken, hören und erleben. Es gibt einen Gastronomen am Hansaplatz, der sagt, nach seiner Beobachtung sind nur noch gewalttätige Freier übrig geblieben, also Kunden von Sexarbeitenden in St. Georg, weil die sogenannten normalen Freier dort weggeblieben sind, weil, also zumindest formal heißt es ja, es ist eine Strafe, wenn du dort sexuelle Dienstleistungen nachfragst. Also die Beobachtung kann ich nicht zu 100% bestätigen, aber es ist natürlich so. Also es schlägt auf die, die die sexuelle Dienstleistung anbieten, durch. Und also von daher, ob schon mal jemals ein Freier bestraft wurde und was ist eine Notlage, auch da gibt es leider sehr, sehr viel Spielraum und Definitionslücken. Also Sie selbst sagen, dieses Kontaktverbot bringt tatsächlich nichts, sondern im Gegenteil, es macht die Sache nur noch schlimmer. Es hat die Sache von der ersten Sekunde an schlimmer gemacht. Müsste dann das Kontaktverbot am Hansaplatz zum Beispiel oder in der Umgebung auch dann nicht einfach aufgehoben werden? Ja, das müsste es. Und spätestens seit 2020 war im Auftrag der Sozialbehörde, gibt es auch eine Evaluierung, die genau das sagt, was soll das? Also es verändert die Situation nicht, aber es liegt in der Schublade. Und wir haben häufig den Eindruck, dass politisch dann niemand ran möchte. Okay, und wen würden Sie dafür gerne politisch in Verantwortung nehmen? Im Moment die Regierung, die SPD, die auch dafür mitgesorgt hat, das umzusetzen. Und im Moment sind ja auch die Grünen in der Regierung. So, also natürlich würde ich da die Verantwortung sehen, zu sagen, was soll das? Was machen wir da eigentlich? Klar. Es gibt im Moment ja eine gegensätzliche Entwicklung. Einerseits ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder woanders tabu, da sind wir uns Gott sei Dank einig. Auf der anderen Seite kann ein Freier, sobald er 20 Euro über den Tisch schiebt, mit einer Frau machen, was er will. Wie passt das zusammen? Das ist total, also allein dieser Satz, da merke ich schon richtig, wie ich anfange zu zittern, zu beben. Wie kommt denn ein Mensch auf die Idee, weil ich eine Dienstleistung kaufe, kann ich dann machen, was ich möchte? Ist das nicht einfach der Alltag? Das ist natürlich kein Gesetz, aber ist das nicht das, was immer wieder passiert? Nein, das ist nicht der Alltag. Der Alltag ist, dass ich eine Dienstleistung verkaufe und dass es natürlich bestimmte Bedingungen gibt, unter denen diese Dienstleistung durchgeführt wird, angeboten wird. Und also auch da, ich meine, auf der einen Seite merken wir das natürlich, das ist ja so diese Story, die auch über den Kiez immer wieder läuft, dass die Preise dann doch höher sind als ursprünglich verhandelt. Es hat natürlich was damit zu tun, was biete ich denn an? Aber dieses Narrativ, ich kaufe eine Dienstleistung und kann dann machen, was ich will. An welcher Stelle, bitte schön, im Leben funktioniert das denn überhaupt irgendwo? Ob ich zum Friseur gehe, um das Beispiel nochmal zu verwenden. Aber es wird immer wieder benutzt, um den Verkauf von sexuellen Dienstleistungen zu beschreiben. Natürlich kann ich nicht machen, was ich will. Ich habe mit der Frau einen Vertrag geschlossen, einen mündlichen. Und das bedeutet, natürlich ist die Menschenwürde unantastbar. Natürlich habe ich dir ein Angebot gemacht und natürlich hast du deinen Preis zu bezahlen. Und ich bin diejenige, die als Anbieterin jederzeit sagen kann, bis hierher und nicht weiter. Wenn das denn so ist, wie Sie sagen, wie kann man denn die Frauen vor solchen Fällen besser schützen, dass eben der Mann dann doch andere Sachen macht, als sie möchte? Das ist ja das ganz, ganz große Thema. Sexarbeit ist Arbeit. Und wenn ich von Arbeit spreche, dann muss ich auch Rechte haben, dann muss ich auch Arbeitsbedingungen haben. Und das ist ja etwas, was zumindest in dieser Stadt auch sehr vernachlässigt wird. Also nicht nur in dieser Stadt, aber auch in dieser Stadt. Also wo gibt es denn Arbeitsbedingungen, die sicher sind, die Rechte, die Möglichkeiten auch von Vernetzung haben für Sexarbeitende. Die werden ja eher, also immer weiter abgebaut auf der einen Seite. Sie werden zumindest ins Milieu geschoben. Sie werden kriminalisiert oder aber mit absurden Gesetzen wie zum Beispiel Straßenstrich überzogen, die
dafür sorgen, dass sich die Frauen in Situationen begeben, die ihr Leben wesentlich gefährlicher machen, als es eigentlich sein müsste. Wenn ich Kameraüberwachung am Hansaplatz habe, dann versuche ich natürlich, wenn dann gleichzeitig dort noch die Sperrbezirksverordnung, die ja verbietet, zu jeder Tages- und Nachtzeit sexuelle Dienstleistung anzubieten und eine Kontaktverbotsverordnung habe, dann versuche ich natürlich Geschäfte erstens entweder ganz schnell abzuschließen. Also ich lasse mir gar keine Zeit, mir mein Gegenüber anzugucken, was ist denn das eigentlich da für ein Typ? Und kann ich mich auf das beziehen, was ich gerade aushandle? Und ich versuche das möglichst nicht unter den Augen von Öffentlichkeit beziehungsweise von denen, die mir nicht wohl wollen. Und das ist in dem Fall eben mit der Kameraüberwachung auch die Ordnungsmacht, diese Geschäfte abzuschließen. Das heißt, ich begebe mich von vornherein in eine Situation, die keinen Schutz bietet. Mhm. Und das ist genau unser Thema. Sexarbeit muss in der Öffentlichkeit angebahnt werden und es muss Arbeitsbereiche und Arbeitsbedingungen geben, die für die, die diese Dienstleistungen anbieten, auch eine Sicherheit bieten. Wie könnten die denn idealerweise aussehen? Die Idealkonzepte, die gibt es schon lange. Also wir haben immer eine Vorstellung von, ich sag jetzt mal, einem Hetärenkolleg. Unten habe ich eine Anbahnung, oben habe ich eine Verrichtung und ganz oben habe ich den sogenannten Gesundheitsbereich, wo die Menschen, die da arbeiten, sich um ihr Wohlbefinden, um ihre Bildung, um ja alles das kümmern können. Also das wäre meine Idealvorstellung von so einem Arbeitsbereich. Jetzt gibt es ja das Prostitutionsgesetz von 2002, das die Arbeitsbedingungen besser machen sollte. Prostitution gilt seitdem nicht mehr als sittenwidrig, sondern als normales Gewerbe. Nach einer Analyse hatten sich 5 Jahre nach Inkrafttreten aber weder Arbeitsbedingungen noch Ausstiegsmöglichkeiten für Prostituierte spürbar verbessert. Woran lag das in diesem Fall? Also es ist natürlich jetzt erstmal eine persönliche Meinung. Klar. Aber es ist so, da ist der Weg, der da eingeschlagen wurde, der war schon richtig. Mhm. Aber erstens ist das nichts, was man singulär betrachten kann. Man muss eben alle angrenzenden Gesetze mit berücksichtigen. Und dazu gehört zum Beispiel Arbeitsrecht. Nur weil es nicht mehr sittenwidrig ist und nur weil ich dann hätte meinen Lohn einklagen können, konnte ich ja noch nicht den Lohn einklagen. Also das heißt, ich muss ja auch noch mal erstmal in eine bestimmte Beweislast. Ich muss auch erstmal, also ich muss ja auch gesellschaftlich erstmal ein Bild von dem ändern. Also zu sagen, okay, die kann überhaupt ihren Lohn einklagen. Es sollte damals dafür gesorgt werden, dass alle in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse kommen. Dazu muss ich erstmal Bedingungen haben, dass es überhaupt so ein Angebot gibt. Wir haben damals schon verhandelt mit Krankenkassen. Es ist also, sich als Sexarbeiterin in der Krankenkasse anzumelden, da gibt auch damals gab es schon Vorstellungen, entweder die sind irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, die Edelprostituierte, die Tausende von D-Mark damals und Euro verdient, ja, oder aber nichts. Und also die Krankenkassen sind da überhaupt nicht auf diesen Trichter aufgesprungen. Also wir konnten gar niemanden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse oder aber überhaupt in die Sozialversicherung bringen. Und es wurde auch damals sehr viel verwechselt zwischen dem, was sind eigentlich kriminelle Bedingungen und was sind eigentlich Gesetze, die schon längst vorhanden sind, und zwischen dem, was ist die Realität einer Sexarbeiterin. Und meines Erachtens nach hat dieses Gesetz damals eine Grundlage geboten, aber es ist, hätte ausgebaut werden müssen. Man hätte sich das sozusagen im Detail nochmal angucken sollen und dann sagen sollen, okay, an der Stelle müssen wir nachbessern, an der Stelle müssen wir nachbessern. Eine unserer Kritiken damals war das Werbeverbot. Wenn ich nicht für meine Dienstleistung werben kann, wo komme ich dann an meine Kunden? Jetzt haben Sie ja 2017 nochmal das Prostituiertenschutzgesetz nachgeschoben. Hat das irgendwas verbessert? Also da ist ja schon der Name an sich für mich ein ganz großer Knoten in der Zunge. Weil was schützt der eigentlich? Schützt er die Sexarbeiterinnen? Und in welcher Form soll er denn die Sexarbeiterinnen schützen? Also das Gewerbe schützt er auf jeden Fall nicht. Also wobei Gewerbe der falsche Ausdruck ist. Ja, klar. Prostitution schützt er nicht, aber er schützt auch nicht die Sexarbeiterin. Im Ragazza kommt eine der Gruppen, die sehr vulnerabel ist in der Sexarbeit, weil sie eben Konsumentinnen sind, weil sie wohnungslos sind, weil sie Migrationsgeschichte haben, etc. etc. Der Schutz, der versprochen wurde oder gemeint war, wie auch immer, den kann ich eigentlich an keiner Stelle erkennen.
Was gemacht wurde, ist die Verpflichtung, sich zu registrieren, die Verpflichtung einer Zwangsberatung sich über sich ergehen zu lassen, also etwas, was in anderen Bereichen eigentlich schon lange als unsinnig erkannt wurde, zu sagen, hier, wenn ich jemanden unter Zwang berate, da kommt eigentlich ja nichts an. Ne? Aber gut, so, und es gibt also diverse Pflichten, wie zum Beispiel die Kondompflicht, die ja das Klientel, die Kunden von Sexarbeitenden betrifft, die aber eigentlich nicht umgesetzt werden und nicht umgesetzt werden können. So, das heißt, es ist ein Gesetz oder ein, ja, was weiß ich was, ein Papiertiger geschaffen worden, der auf jeden Fall eines nicht macht, er schützt nicht. Denn das, was dabei vergessen wurde, sind die Rechte. Rechte, Rechte, Rechte. Das ist das, warum ich immer der Überzeugung bin, Sexarbeit ist Arbeit und respektiert es endlich. Dann gehe ich mal davon aus, dass Sie auch nicht für ein Sexkaufverbot sind, so wie in Schweden, weil das das ähnliche Problem ist wie am Hansaplatz, oder? Es ist nicht nur das ähnliche Problem wie am Hansaplatz, es ist das ähnliche Problem, wie es wahrscheinlich überall auf der Welt wäre. Wenn irgendjemand glaubt, dass man damit sexuelle Dienstleistung aus der Welt verschwinden lässt, dann glaube ich, dass es eine Illusion ist. Also auch, oder dann weiß ich, dass es eine Illusion ist. Wenn es darum gehen soll, die Situation von Sexarbeiterinnen zu verbessern, dann kann ich nur sagen, das kann nur ein Märchen sein. Die Situation von Sexarbeiterinnen verbessert sich nicht, indem man sie in einen Bereich schiebt, in dem sie nicht gesehen werden, in dem sie keine Rechte haben, in dem sie vulnerabel, noch vulnerabler werden, als sie sowieso schon sind. Und wenn man sich dann noch anguckt, und das ist in Schweden nicht viel anders als auch in Deutschland, da, wie groß der Anteil auch an Frauen ist mit Migrationsgeschichte, die in der Sexarbeit tätig sind, dann braucht man den Satz eigentlich gar nicht zu vollenden, was denn das bedeutet für die Sexarbeiterin. Und deswegen muss ich auch da sagen, ich kriege richtig Magenschmerzen, wenn ich höre, wir schützen dabei die Sexarbeiterinnen und es hat keine Auswirkungen. Und natürlich ist das, was wir aus Schweden hören, was ganz anderes als das, was die offizielle Politik verkündet. Denn wir haben mit den Organisationen zu tun. Wir haben mit den Sexarbeiterinnen zu tun. Wir haben im Zweifelsfalle auch mit dem Klientel zu tun, was Sexarbeitende aufsucht. Und die auch merken, wie sich auch so ein Bild in der Gesellschaft zum Negativen auch mit dem Blick auf Frauen ändert. Und das, finde ich, ist etwas, was also einfach alles nicht mitbedacht wird. Und bösartig gesagt kann ich natürlich sagen, weil Schweden vielleicht nichts anderes zu exportieren hat, wird jetzt das als Beispiel benutzt. Nein, das ist sehr bösartig. Aber es ist kein Konzept, was durchdacht ist. Es ist etwas, was sehr benutzt wird, und es wird vor allen Dingen, und das ist etwas, was mich eben daran so, ich kann wütend schon wirklich sagen, wütend und aggressiv macht. Es wird immer so getan, als ob es zum Schutz derer dient, die in der Sexarbeit tätig sind. Und das lässt sich, glaube ich, an vielen Stellen belegen, dass dem nicht so ist. Müsste man da nicht die Freier noch viel mehr in Verantwortung nehmen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nie mitbekommen, unter welch prekären und menschenunwürdigen Umständen teilweise Prostituierte oder Sexarbeiterinnen arbeiten. Ja, die Frage ist, wie nimmt man Freier in Verantwortung? Nicht, indem man auch, siehe das Beispiel Kontaktverbotsverordnung, in denen man ihnen noch droht, sondern in denen man ihnen sagt, hey, Alter, wenn du sexuelle Dienstleistung in Anspruch nimmst, dann bitte, dann guck mal, was passiert denn da eigentlich? Und das kann ich eigentlich, oder das kenne ich zumindest, dass egal in welchem Bereich, das nicht über Zwang und nicht über Drohung und nicht über Geldstrafe funktioniert. Aber über Freiwilligkeit, ist das realistisch? Vielleicht über das, dass man auch selbst nicht das Gefühl hat, man tut etwas, was zu einem großen Teil in der Gesellschaft verpönt ist, sondern als das, was es ist. Es ist eine sexuelle Dienstleistung, die man nachfragt und die unter bestimmten abgesprochenen Bedingungen erfolgen kann und erfolgen sollte. Sie haben ja nun wirklich jahrelange Erfahrung. Gibt es irgendwas, was der Staat tun könnte, um die Lebensumstände von Sexarbeiterinnen zu verbessern, wirklich zu verbessern? Naja, ich glaube, es könnte eine ganze Menge, aber auch da sind wir im Bereich wieder der angrenzenden Gesetze. Also es gab jetzt heute in der Tageszeitung auch das Sexarbeit Arbeit. Aber wenn ich von Arbeit spreche, dann muss ich das auch ernst nehmen. Und ich muss auch sagen, okay, ich muss Arbeitsbedingungen schaffen. Und wenn ich mir angucke, wie hoch der Anteil unter den Sexarbeitern ist, dann ist mit Migrationsgeschichte, dann weiß ich natürlich, dass da
auch Bedingungen in Heimatländern eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und gerade wenn ich von diesen Verbrechen wie Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung spreche, dann muss ich in die Heimatländer gehen. Dann muss ich dort hingucken und ich muss Arbeitsbedingungen und ich muss Migrationsbedingungen ändern, gerade für Frauen, damit genau solche Verhältnisse verändert werden. Das ist so der große Wurf. Und der kleine Wurf ist natürlich der, Arbeitsbedingungen, Gesetze ändern, Möglichkeiten, auch sexuelle Dienstleistungen anzubieten, und zwar unter menschenwürdigen Bedingungen und nicht irgendwie um die Ecke im Hauseingang, nur damit ich irgendwie meine 20 Euro verdient habe. Sagt Gudrun Geb, die Chefin vom Hamburger Verein Ragazza, der drogenabhängigen Prostituierten hilft. Wow, spannendes Gespräch. Ich habe es schon gesagt, Markus, wo ich auch selbst wieder total viel gelernt habe. Ja, ich auch. Also ein Satz ist bei mir hängen geblieben, auch unter anderem, wo ist die Freiwilligkeit, wenn ich unter Bedingungen lebe, die eigentlich menschenunwürdig sind? Das sagt Gudrun Greb, ein wichtiger Satz zum Thema Prostitution vor allem. Absolut. Auch. Was hat dich denn überrascht bei deinem Gespräch mit Gudrun Greb? Ja, ich muss sagen, ich bin so intensiv in dieser Thematik Prostitution natürlich nicht drin gewesen, bevor ich das Gespräch mit ihr geführt habe. Und habe dann einfach mal so ein paar Sachen aufgezählt, die so allgemein gefordert werden. Man soll dies verbieten, es gibt ein Kontaktverbot, es gibt einen Sperrbezirk im Hansaplatz hier bei uns in Hamburg. Und eigentlich hat mich total überrascht, dass sie mir gesagt hat, alle Verbote, egal ob dieses Kontaktverbot oder auch gesetzesmäßige Neuerungen wie das Prostituiertenschutzgesetz, was sie ja auch ganz schlecht findet, haben immer nur wieder dazu geführt, dass die Situation für die betroffenen Prostituierten schlechter geworden ist. Also man hat immer so das Gefühl, oder ich bin aus dem Gespräch rausgegangen mit dem Gefühl, alle, die auf diesen Bereich Prostitution einwirken wollen von außen, haben eigentlich keine Ahnung und haben es immer nur schlimmer gemacht. Ja. Und das hätte ich tatsächlich in dieser Form nicht gedacht. Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass so Leute wie Gudrun Greb, dass die auch im Gespräch mit der Politik sind und bleiben, ne? Und auch gehört werden. Ja, und das versuchen gerade zu rücken. Darum wahrscheinlich auch ihre Forderung, dieses Kontaktverbot am Hansaplatz aufzuheben. Ja, vielen Dank, Markus. Sehr gerne. Hast. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Montag bis Freitag gibt es uns immer ab 17 Uhr. Ja, jetzt ist schon wieder einiges passiert in dieser Woche bei uns in der Stadt. Große Aufregung, ja, zum Ferienstart am Flughafen bei uns. Klimaaktivisten kleben sich auf der Rollbahn fest. Wir haben es vorhin in unseren Stadtnachrichten auch gehört. Das ist ein Thema, das uns sicherlich auch nochmal in unserem Wochenrückblick in der nächsten Ausgabe von Hamburg aktuell beschäftigen wird. Hört euch den an, dann könnt ihr sicher sein, nichts verpasst zu haben von den wichtigsten Hamburg-Themen der Woche. Die Highlights der Woche und die wichtigsten Hamburg-News der Woche, die gibt's ja immer am Freitag bei uns. Zusammengetragen und eingeordnet von unserer Chefreporterin Carolina Koplin. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Benke, bis dann, tschüss. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.